Eine Klasse von Assassinschüler hat den Auftrag erhalten, ihren Lehrer zu ermorden. Die Regeln sind einfach. Schalte Kodo-Sensei aus, bevor das Schuljahr zu Ende ist. Andernfalls wird die Welt zerstört werden. Ich werde alle Fehler durchgehen und dir zeigen, wie man den Klassenlehrer Kodo-Sensei in Assassination Classroom überleben kann. Unsere Regierung hat mal wieder kläglich versagt und beschlossen, die Verantwortung auf eine Klasse voller Delinquenten abzuwälzen. Die Aufgabe eines jeden Schülers ist es, ein Attentat auf ihn zu verüben. Normale Waffen funktionieren nicht. Nur hochspezialisierte Waffen, die von Meistern hergestellt werden, die nur die besten Materialien verwenden, sind in der Lage, Kodo-Sensei zu schaden. Ja, ich spreche von Gummikugeln und Gummimessern. Die Regeln sind einfach. Töte Kodo-Sensei auf jede erdenkliche Art und Weise. Die meisten von euch wissen, dass das leichter gesagt als getan ist. Und genau deshalb brauchen wir Irina Jelavich, ein Profikiller, der von der Regierung angeheuert wird, um Kodo-Sensei zu töten. Was auch immer du gegen Live-Action-Adaption haben magst. Ich liebe sie. Okay, aber wie töten wir einen Horny, übermenschliches Etwas, das notorisch jeden Angriff ausweicht, den irgendjemand zuvor versucht hat, vor allem als Schüler. Nun, einer der größten Vorteile, die wir haben, ist, dass er niemals Hand an seine Schüler legen würde. Eine weitere Tatsache, die wir ernsthaft in Betracht ziehen sollten, ist, dass wir ihm sehr nahe stehen und sein Vertrauen leicht gewinnen. Wenn ich einer der Schüler wäre, würde ich es genauso machen wie Nagisa. Ich würde mir jede Kleinigkeit über Kodo-Sensei notieren, die mir ins Auge fällt. Das ist der beste Weg, bevor du anfängst, bei jedem Versuch versagst. Was ist wiederum jedes Mal schwieriger macht. Eine Person sollte im Hintergrund bleiben und den Werdegang seiner Reaktion genau beobachten. Vielleicht sogar versuchen, alles mit einer Hochgeschwindigkeitskamera festzuhalten. In der Zwischenzeit sollten die anderen aus der Klasse ihr Bestes geben und eine Vielzahl verschiedener Angriffe ausprobieren. Ich denke, es sollte klar sein, dass das direkte Abschießen von Kugeln auf Kodo-Sensei wegen seiner Geschwindigkeit so gut wie keine Wirkung hat. Deshalb wäre es sinnvoll, verschiedene Taktiken auszuprobieren. Wie reagiert er auf Temperaturunterschiede bei Flüssigkeiten? Wie sieht es mit anderen Elementen aus? Wie reagiert er auf körperliche Erschöpfung, Beschimpfungen und alle anderen Versuche, seine psychologischen und physiologischen Fähigkeiten zu bremsen? Mit Sicherheit gibt es unzählige Möglichkeiten, die man ausprobieren und notieren kann. Eine Woche, 5 Experimente, ein Tag nach dem anderen mit vollem Einsatz und Enthusiasmus, so wie Rock Lee es bei seinem Training gemacht hat. Aber bei dieser Strategie gibt es keine Chance, dass du nicht schnell etwas findest, wenn sich herausstellt, dass sein ganzes Vorgehen keine Früchte trägt. Dann würde es immer offensichtlicher werden, dass er gar keine Schwächen hat. Aber wir alle wissen, dass er sie hat. Unsere Schüler kommen auf die Idee, Kodo-Sensei mit Hilfe von Erwachsenenmagazinen in eine Falle zu locken. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber gebt dem Mann einen Orden. Er hat verstanden, dass man über den Tellerrand hinausschauen muss, um im Leben zu bestehen. Das Problem ist nur, dass unsere Schüler, sobald er in der Falle sitzt, wieder zu dummen Idioten werden und versuchen, ihn mit Gummigeschossen abzuschießen. Das verstehe ich nicht. Wenn du mehrere Tage lang erfolglos eine Billion Kugeln auf etwas geschossen hast, warum solltest du dir dann überhaupt die Mühe machen. Wie ging dieses Zitat nochmal? Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet. Ja, der klügere Weg wäre gewesen, das Netz mit scharfen Gegenständen aus Metall vorzubereiten, das ihm tatsächlich schaden kann. In einer späteren Szene sehen wir Akabane Karma mit Stücken von diesem Material auf seine Hand geklebt, wie es Kodo-Senseis Arm schockt und ihm tatsächlich Schaden zufügt. Der Punkt hier ist, dass die einzige Schwäche, die wir bisher herausgefunden haben, die obszöne Darstellung des anderen Geschlechts ist. Deshalb mache ich dir folgenden Vorschlag, um ihn erfolgreich auszuschalten. Wir brauchen Irina Jelavich, die sich zum Wohle der Menschheit opfert. Es besteht keine Chance, dass Kodo-Sensei der Versuchung widersteht und völlig die Kontrolle verliert, und sei es auch nur für eine Sekunde. Das heißt, wir könnten endlich eine Kugel direkt durch seinen großen runden Smiley-Kopf schießen und die Menschheit durch die vereinten Anstrengungen von Männern und Frauen noch einmal retten. Wenn es Leute gibt, die gegen diese Strategie sind, redet nicht. Erinnert ihr euch an den Tyrann an eurer Schule? Nun, er war nichts im Vergleich zu den Tyrannen in Klasse 3E. Diese Leute schnallen dir selbst gebastelte Bomben um den Oberkörper und schicken dich weg, ohne dir auch nur 1000 Jungfrauen zu versprechen. Wer hat die Dreistigkeit, so eine grausame Tat zu begehen, ohne auch nur zu versuchen, das Opfer mit mindestens einer Jungfrau zu trösten? Genau genommen niemand. Wie auch immer, Nagisa geht los und tut so, als hätte er eine Aufgabe fertig, während er ein Messer dahinter versteckt. Kodo-Sensei nimmt tatsächlich den Köder und übersieht die Bombe, die auf Nagisa geschnallt ist. Das war ein ziemlich kluger Schachzug, aber auch das hätte viel effizienter sein können, wenn die Schüler es durchdacht hätten und vielleicht noch einen zweiten Plan dazu gehabt hätten, statt nur einen einzigen Schlag. Aber ich denke, man wird nicht zum Tyrann, wenn man sowieso schon intelligent genug ist. Du siehst, dass Kodo-Sensei seinen Schülern im Allgemeinen vertraut. Wenn du es also schaffst, eine mit Kugeln gefüllte Bombe in Kombination mit einem Fernauslöser zu bauen, dann würde ich dir empfehlen, so viele Bomben wie möglich zu bauen und sie in den Möbeln des Klassenzimmers zu verstecken. Wenn du dich nicht für ein gutes Versteck entscheiden kannst, würde ich vorschlagen, dass du dir Sankyo no Terror ansiehst.
Das Klassenzimmer der Klasse ist ein altes, schäbiges und sehr unsicheres Gebäude. Es wäre sehr einfach, dort hineinzukommen, wenn gerade kein Unterricht stattfindet. Ich persönlich würde Streubomben mit Munition vorbereiten, die bei der Detonation einen weiteren Bereich abdecken. Kodo-Sensei aber kann sich nicht teleportieren. Denke daran, dass jeder gescheiterte Versuch, deinen Lehrer zu ermorden, jedem weiteren Versuch immer schwieriger macht, weil er aufmerksamer wird und somit die Chancen geringer ist, ihn zu töten. Das heißt, wenn du versucht hast, ihn mit einer versteckten Bombe auszuschalten, aber daran gescheitert bist, kannst du davon ausgehen, dass diese Möglichkeit nun nicht mehr besteht und die Regierung sich eine andere, möglicherweise dumme Idee ausdenkt, um den Job zu erledigen. Das, meine Damen und Herren, ist, warum Live-Action-Adaptionen komisch sind, aber gleichzeitig so surreal, dass es tatsächlich Spaß macht, ihnen zuzusehen, auch wenn du ständig deinen Kopf neigst, deine Augenbrauen senkst und denkst, was zum Teufel. Als nächstes kommt dieses Mädchen mit 4 Gatling-Guns, die Kodo-Sensei in die Luft jagen sollen. Im Grunde ein weiterer vergeblicher Versuch, ihn zu ermorden. Aber in dieser Szene habe ich mich gefragt, wie schnell diese Geschosse eigentlich fliegen. Es stellte sich heraus, dass die meisten Geschosse etwa 1,5 Kilometer pro Sekunde zurücklegen, was ziemlich schnell ist, aber nicht annähernd an die von Kodo-Senseis empfundene Hypergeschwindigkeit heranreicht. Allerdings haben einige verrückte Wissenschaftler in den 90er Jahren in den Sandia National Laboratories ein Magnetfeld entwickelt, das die Geschosse mit 15 Kilometer pro Sekunde schießt. Ja, das ist total verrückt. Ich weiß, das ist fast doppelt so schnell wie die Höchstgeschwindigkeit, die Kodo-Sensei zurücklegen kann. Der einzige Nachteil der schnellsten Waffe der Welt ist, dass sie 18 Meter lang ist. Also können wir das auch vergessen. Aber unsere Regierung hat noch einen anderen Plan, als jugendliche Revolverheldinnen, die im Chor Kugeln auf Sensei abfeuern. Ich stelle ihn dir mal vor. Itona. Angeblich ist er der Bruder von Kodo-Sensei. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber er sieht aus wie ein nicht-binärer Metal Gear Solid 4 Boss. Lasst euch von der Größe des Jungen nicht täuschen. Er hat ziemlich große Eier. Er fordert Kodo-Sensei zu einem Duell heraus. Er hatte eigentlich echt eine Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Aber seine Überheblichkeit war keine Unterstützung. Er hätte gewinnen können, wenn er den Kampf ernster genommen hätte. Okay, mittlerweile haben wir unzählige Wege und Möglichkeiten gefunden, Kodo-Sensei effizient zu bekämpfen und vielleicht endlich den Job zu beenden. Seine Schwäche für üppige Frauenkörper, kombiniert mit der großen Auswahl an japanischen JAV-Merchandise, ist eine perfekte Kombination, um mit der Kraft eines Sexy-Angriffs gnadenlos zuzuschlagen. Hier ist mein Plan. Wir teilen die Klasse in 4 Gruppen ein. Die erste Gruppe besteht aus Männern, Tomboys und allen anderen Lebensformen, die sich sexuell zu Frauen hingezogen fühlen. Mach deinen Einkaufsbummel durch Kabukicho. Das Ziel ist es, die perverse Ladenbesitzer reich zu machen und eine breite Palette tiefgründiger und kulturell wichtiger Dinge zu sammeln, wie Poster, Zeitschriften, Bilder, Dakimakudas, Sprachaufnahmen, Videokassetten, allgemeiner Merch und alles, was man sonst noch in die Finger kriegen könnte, um Kodo-Sensei zu schlagen. Wohlgemerkt, das ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt und kann von den Steuern abgesetzt werden. Die zweite Gruppe bleibt zurück und bereitet den Raum so vor, dass Kodo-Sensei nicht entkommen kann, wenn unsere Überraschung zuschlägt. Und so machst du das. Schneide den Gummi in großen Maßen zu und verstecke ihn in den Wänden, unter dem Boden und in der Decke. Wenn du keine Möglichkeit hast, sie innen zu verstecken, verwende eine Doppeltapete oder etwas anderes, das zeitsparend und von guter Qualität ist. Es ist sehr wichtig, alle Anzeichen dafür zu beseitigen, dass solche Vorbereitungen getroffen wurden. Also überprüfe das bitte noch einmal doppelt. Die dritte Gruppe sind die Späher, die sich in den Büschen und Bäumen rund um das Gebäude verstecken und versuchen, jede verdächtige Aktivität zu entdecken, die das Gelingen unseres Plans verhindern könnte. Sie bekommen ein Fernglas, ein Walkie-Talkie und Snacks. Die vierte und wohl wichtigste Gruppe werden unsere Spezialkräfte sein. Sie werden nur aktiviert, wenn alles verloren ist und wir zu drastischen Maßnahmen greifen müssen. Unsere hochqualifizierten, natürlich begabten Spezialkräfte sind die Hotties der Klasse. Sie verstecken sich in bestimmten Bereichen und stürmen nackt heraus, wenn das Zeichen zum Handeln gegeben wird. Hört zu, ich weiß, dass es für manche vielleicht nicht das wünschenswerteste Ergebnis ist, aber die größte Schwäche. Natürlich liegt die Vernunft auf der Hand und die Verhinderung des Armageddons ist wichtiger als die Würde des Einzelnen. Sobald eine Vorbereitung abgeschlossen ist, wird der Erwachsenen-Merch dann im ganzen Klassenzimmer versteckt, hinter der Tafel und den Tischen, in mit Helium gefüllten Luftballons und in Form von aufgerollten Plakaten an den Wänden. All die müssen gleichzeitig präsentiert werden können und somit wird Kodo-Senseis Gehirn überreagieren und ein riesiger Dopaminüberschuss ausgelöst, der zu einem schweren Konzentrationsverlust führt. In Kombination mit dem Stoff in den Wänden hält ihn das ausreichend gefangen. Wenn er auf wundersame Weise einen kühlen Kopf bewahrt, schließen sich unsere heißen Spezialkräfte der Party an. Und dann ist es vorbei. Meiner bescheidenen Meinung nach wird das ausreichen, um ihn auszuschalten, denn er hat keine Chance zu bemerken, dass der Schüler mit dem besten Aim auf ihn schießt. Wenn du ein Ziel hast, ist es wichtig, dass du mehrere Strategien im Kopf hast, um es zu erreichen. Wenn du dich nicht auf einen Weg konzentrierst und ihn verfehlst, musst du wieder ganz von vorne anfangen. Wenn du aber mehrere Strategien gleichzeitig verfolgst, kannst du
du dich absichern, falls es nicht von Anfang an klappt. Auch wenn du am Anfang vielleicht an Effizienz verlierst, wird es sich langfristig auszahlen. Natürlich mag Koro-Sensei das Ziel eines jeden Schülers sein, ihn zu töten, aber er ist auch ein Lehrer. Er ermutigt sie nicht nur bei ihren Versuchen, ihn zu schlagen, kreativer zu sein, sondern auch bessere Menschen zu werden. Da er ein großartiges Beispiel dafür ist, was es heißt, ein guter Lehrer zu sein, sind natürlich manchmal Stumpfheit und Gewalt notwendig. Aber in den meisten Fällen machen Ermutigung und der Glaube an die Werte den wirklichen Unterschied aus. Der Nachteil eines so guten Lehrers ist die emotionale Bindung, die wir von Natur aus aufbauen. Jemanden zu ermorden ist wahrscheinlich einfacher, wenn man emotional distanziert und zurückhaltend ist. Aber wenn du es auf ihn abgesehen hast und ihr nach dem Unterricht saufen geht und ab und zu schicke Übernachtungen habt, glaube ich nicht, dass es dadurch einfacher wird. Deshalb scheint einer der wichtigsten Aspekte, den die Schüler vergessen, die starke Bindung zu sein, die sie entwickeln, was sie wahrscheinlich nicht tun sollten, wenn es ihnen ernst damit wäre, ihn zu töten. Unsere Schüler genießen das Feuerwerk und feiern den Sommer. Sie gönnen sich eine Pause von ihren Versuchen, Koro-Sensei zu besiegen. Ich denke, dass es wichtig ist, ab und zu eine Pause zu machen und dass sie Teil jeder Strategie sein sollte. Immer wieder mit vollem Tempo auf etwas loszugehen, bringt nichts. Es sei denn, du bist ein Idiot oder einer von diesen Kerlen. Mach eine Pause, genieße sie und lass es ein paar Tage lang ruhig angehen. So kannst du dich nicht nur neu kalibrieren und neue Kräfte sammeln, sondern auch neue Strategien und Ideen entwickeln, wie du die Aufgabe erledigen kannst. Die Schüler der 3E haben unzählige Strategien ausprobiert, die nicht gut funktioniert haben. Entweder waren sie ein vergeblicher Versuch oder einfach nicht sehr gut durchdacht. Schauen wir uns mal an, welche Vorteile unsere Schüler aus dieser kurzen, aber wichtigen Pause ziehen könnten. Sieht aus, als wären sie motiviert, oder? Sieh mal, was eine Pause bewirken kann. Vergiss dein Snickers nicht, wenn wir schon dabei sind. Im nächsten Teil des Films hat Koro-Sensei eine Wette verloren und hat zugestimmt, dass einige seiner Tentakel vorübergehend entfernt werden, was zu einer deutlichen Verringerung seiner Geschwindigkeit führt. Aber es scheint, als hätten unsere Schüler nicht nur auf diesen Moment gewartet. Nein, sie haben sich tatsächlich auch Gedanken gemacht und sich Mühe gegeben, was eine erfrischende Überraschung ist. Sie haben eine riesige Festung selbst gebaut, die wie eine Burg aus einem meiner Kindheitsträume aussieht, was ziemlich beeindruckend ist. Sie haben sie so gebaut, dass sie praktisch komplett gegen Koro-Sensei ist. Ich bin froh, dass dies im Jahr 2015 gemacht wurde. Sonst wäre die Klasse 3E, die wegen der Diskriminierung einer Anime-Figur gestrichen wurde. Sie hätten Koro-Sensei fast umgebracht, was zu einer riesigen Explosion führte, die praktisch den gesamten Bauplatz zerstörte und da er überlebte und sich in eine ziemlich epische, durchsichtige Kristallkugel flüchtete, die ich sofort kaufen würde, wenn ich könnte, erklärte er, dass dies eine ultimative Verteidigung ist und dass nicht mal eine Atombombe einen Kratzer an ihr hinterlassen könnte. Die Schüler haben wahrscheinlich gedacht, dass er dich auf den Arm nehmen würde. Zur gleichen Zeit kommt ein Haufen böser Menschen an, während einige der Schüler zusammenbrechen. Anscheinend wurden sie von einem dieser bösen Kerle auf magische Weise aus der Ferne vergiftet. Wenn du nicht weißt, wer sie sind, tut es mir leid. Ich habe diesen Teil des Films übersprungen, weil ich nicht wusste, dass er wichtig werden würde. Wie auch immer, der nicht-binäre Metal Gear Solid Boy feiert ein Comeback und macht sich auf die Jagd nach Nagisa und Karma. Unsere beiden Charaktere entkommen und klettern auf einen Verteilerturm. Aber seien wir mal ehrlich, gegen das kleine Kind haben sie keine Chance. Und ihr Koro-Sensei ist vorerst neutralisiert. Das bedeutet, dass die einzige Chance, die sie hätten, darin bestünde, ein kleines Kind zu überlisten. Da er und Koro-Sensei die gleiche Art von Körper haben, haben sie auch die gleiche Art von Schwäche. Jetzt ist es an der Zeit, deine Notizen zu zücken und dir einen Plan auszudenken. Zuerst dachte ich, diesen Turm hochzuklettern ist wahrscheinlich die dümmste Idee, die man sich ausdenken kann, aber sie beweisen mir das Gegenteil. Als sie die Spitze erreichen und fast vom Endboss getötet werden, es beginnt zu regnen. Oben auf dem Turm ist es unmöglich zu entkommen. Und da Regen eine der größten Schwächen dieser Wesen ist, ist der Kampf für unsere Helden so gut wie gewonnen. Am Ende umarmt Nagisa das Kind, schneidet sanft seine Tentakel ab und flüstert leise, dass er im nächsten Schuljahr in ihre Klasse kommen kann. Erstaunlich. Anscheinend ist Liebe alles, was man braucht. Nagisa und Karma stürmen zurück in die Schule, wo der andere Kerl immer noch ein großes Arschloch ist. Es stellt sich heraus, dass er Koro-Sensei umbringen will, damit er sich die Lorbeeren ernten kann. Er setzt unsere Schüler unter Druck, Koro-Sensei auszuliefern und im Gegenzug die Gegenmittel zu bekommen, um ihre vergifteten Klassenkameraden zu retten. Allerdings trickst Nagisa ihn mit falscher Demut aus und naja, sein Gesicht war unbezahlbar. Alle haben einen Riesenspaß. Irina, die immer noch heiß aussieht, und Koro-Sensei ist in Sicherheit, bis schließlich das Verteidigungsministerium zur Party stößt und ihn in Gewahrsam nimmt. Alle werden in eine geheime Militärbasis geflogen, wo sie bei den letzten Momenten von Koro-Sensei dabei sein dürfen. Er wird mit einer Substanz überzogen, die ihn theoretisch daran hindert zu entkommen. Schließlich geht eine riesige Bombe hoch und nimmt ihm das Leben. Endlich jubeln alle, außer unseren Schülern, was ja auch verständlich ist. Die Tränen fließen, bis Koro-Sensei natürlich das seltsamste Comeback, das möglich ist, macht und alles wird wieder so schön und süß wie früher. Das nächste Schuljahr fängt bald an und wir können es kaum erwarten, die Schüler bald wieder zu sehen. Aber was denkst du? Wie würdest du Assassination Classroom überleben?
überleben? Schreib es doch gerne in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu bewerten. Aber sonst wünsche ich euch noch einen verdammt guten Tag.